Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wie ihr es im Hintergrund seht, es geht um die Brasse in der Niederlande. Und zwar gucken wir erstmal, dass wir hier rangehen. Ich zeige euch gleich, wo wir stehen, denn der Spot hat sich geändert. Bin ich der Meinung. Deswegen gucken wir erstmal, was wir hier dran haben. Wohlgemerkt, wichtig ist, dass ihr auf die Brassen bei Nacht geht oder ich sag mal ab 20 Uhr ungefähr. Bissfrequenz ist dann am höchsten. Ab, ich würde jetzt einfach mal geschätzt sagen, gut, das ist Beifang. Ich würde jetzt einfach mal geschätzt sagen, so ab 22 Uhr ungefähr, denke ich, ist die Zeit ideal. Ui, wenn ich mal was Größeres dran. Darauf warte ich nämlich schon länger, dass ihr mal eine dickere Brasse anbeißt. Gut, 4,6 Kilo haben wir ja schon rausgeholt, aber ich meine, wir brauchen für die Silberwertung 5 Kilo, 5,5 Kilo. So ein Brocken wäre natürlich nicht schlecht, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich vermute, es ist ein Brocken so ab 4 Kilo, 4, 4,5 Kilo. Wahrscheinlich so eine, wie wir schon rausgeholt haben, ja. Ja, 4,4, ja, das kommt hin. So, ich zeige euch auch gleich, wo wir stehen, wenn wir die letzte Route noch reingeholt haben. Ist auch nicht schlecht, damit kann ich auch direkt zeigen, dass es klappt, wo ich stehe. Ja, ich habe da nämlich ein paar Spots abgeklappert und hier hat es dann definitiv am besten gebissen. Deswegen... Na, komm ran. Das kleiner Flussbarsch. Ah, jo. Gut, Beifang haben wir immer. So, dann werden wir da mal gucken. Der abgesunken ist. Brasse, 13 Stück. Ja, kann sich sehen lassen. Ich habe hier, wie gesagt, mit den Ködern noch rumexperimentiert. Im Idealfall war es dann aber hier mit dem Caster. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, wo wir stehen. Starten tut der ganze Spaß hier. Oder starten tut ihr hier. Dann lauft ihr hier rüber. Oder wenn ihr den Teleportpunkt schon haben solltet, teleportiert ihr euch hier hin und stellt euch direkt hierher. Und zwar, ich habe mich für folgendes Setup entschieden. Ich habe mich für die Gitana Deepstream 18 entschieden. Die reicht da vollkommen für die Brassen. Wie ihr es vielleicht auch schon von meinen anderen Guides kennt, benutze ich die eigentlich recht gern. Nein, wir gucken da jetzt nicht. Und zwar mit folgendem Setup. Ich habe mich hier für einen 1er Haken, 8er Haken entschieden, ab 1 Kilo bis 11 Kilo, dass wir auch die Bissfrequenz recht hoch halten können. Dann eben mit Erbsen und hier ein Futter, auf was ich noch gleich genau eingehe. Hier nochmal den 8er Haken, allerdings mit Caster. Und hier habe ich einfach mal, um zu testen, 7er Haken drauf, heißt ab 1,5 Kilo auch mit Caster. So, auf das Futter gehen wir gleich ein, sobald wir hier den Fisch rausgeholt haben. Das können wieder so ein schöner 3-4 Kilo Brocken sein von Brasse. Dann gucken wir doch mal nach. Na. Ja, das ist ein schöner Brocken. 4. 4,4 nochmal. So. Gucken wir uns jetzt nochmal das Futter an. Denn ich habe da ein bisschen rumexperimentiert. Habe im Internet nachgeguckt und habe dann im Endeffekt eine Mischung gemacht von dem, was ich früher benutzt habe. Und nochmal was dazu gemischt, was man jetzt wohl aktuell nimmt. Waren das auf zwei Routen? Okay, dann machen wir es anders. Wir holen die zwei. Okay, das ist was Größeres. Ich könnte ja die 5-Kilo-Marke knacken. Ah, wohl eher doch 4,5. Ja, weil ich da eben ein bisschen rumexperimentiert habe und habe gedacht, ja, mittlerweile beißen die ja ziemlich gerne auf Caster. Deswegen ist auch Caster im Futter drin. Das gucken wir uns aber gleich genauer an. Sobald wir den hier draußen haben und den anderen auch. Dann stelle ich die Routen nämlich mal hin, denn wie ihr auch auswerfen müsst, kann ich euch auch gleich zeigen. Okay, das ist ein Nahland, oder?
Ja. Und zwar eine Ladung mit dem Setup, eine Ladung einfach hier Richtung Süden oder ein bisschen schräg vom Süden, dass ihr in den 7-Meter-Bereich kommt, das ist wichtig. Denn da unten stehen die kleinen Kartoffeln. So. Jetzt holen wir das noch rein. Oh. Oh. Ui. Okay, also so hoch hatten wir den Widerstand noch. Oh. Ich hoffe noch nicht, dass jetzt nicht irgend so ein Hybridkarpfen da drauf beißt. Das bräuchte ich jetzt nicht, darauf bin ich hier jetzt gerade nicht aus. So, dann. Na. Was bist du denn? Kriegen wir dich mal an die Oberfläche? Pumpen wir eben mal ein bisschen. Ja, eine schöne Brasse. Oh ja. 4,5. Ui. 5,99 Kilo. Boah. Also ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit. Wir müssen ja gleich mal ein Vorfach dran machen. 19,2, hier ist es. Passt. Na, hallo? So, gucken wir uns doch. Genau, jetzt kann ich nochmal gucken. Fischbesatz hier. Ab 5,948 Kilo, 5,99 haben wir, okay. Weil wenn wir hier mal bei den Rekorden das vergleichen mit den Ködern. Gut, jetzt stehe ich hier auch mit drin, aber hier ist sehr oft oder arg oft der Kaster. Ja, da würde ich mal sagen, es hat sich rentiert. Sowohl für die Silberwertung als auch noch eine zusätzliche Trophy. Jetzt gucken wir uns aber mal wirklich das Futter an. Hat sich doch rentiert, dass wir da geguckt haben. Also, ich habe mich hier entschieden für Brassenfutter, dann Hanf, dann Erbsen gemahlen dazu, weil die ja eigentlich auch auf Erbsen beißen. Da haben wir aber recht viel Beifang. Und dann eben noch Kaster. Gut, da haben wir auch ab und zu Beifang, aber es geht. Und das ist dann schon eigentlich das ganze Futter. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne war es das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!